Hallo Superheldenfans, hier ist der Levis K1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing und zwar zu Zack Snyders Justice League. Ja, dieser Film ist neu erschienen, also noch brandheiß, Freunde. Es dampft wie ein Brot aus der Bäckerei, Freunde. So frisch ist der Film. Auf dem Cover sehen wir hier den guten Batman, Wonder Woman, Superman, Aquaman, Flash und hier ist, das müsste Cyborg sein, wenn ich mich irre. Die Justice League in der Zack Snyder Cut, Freunde. Und ich habe gelesen, der Film soll über 4 Stunden dauern. Wow, und das wird ein langer Kinoabend, Freunde. Und ich habe den Film für meinen Bro geholt, der wollte das unbedingt haben, sofort. Weil ihr wisst ja, er ist der totale Batman-Freak. Er mag auch Superman und die anderen auch natürlich. Aber ja, mal schauen. So, Grüße an dich, mein Bro. Hier kommt das Unboxing davon. So, in Zack Snyders Justice League ist Bruce Wayne entschlossen, dafür zu sorgen, dass Supermans ultimative Opfer nicht vergeblich war. Er verbindet sich mit Diana Price, um ein Team von Superhelden zu rekrutieren und die Welt vor einer nahenden Bedrohung, Katastrophe ausmaßend zu schützen. Die Aufgabe erweist sich als schwieriger, als Bruce es sich vorgestellt hat, denn jeder der Rekruten muss sich den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit stellen, um zu überwinden, was ihn zurückhält, sodass sie sich zusammenschließen und schließlich einen beispiellose Liga von Helden bilden können. Nunmehr vereint ist es vielleicht zu spät, dass Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash den Planeten vor Steppenwolf, Deadshot und Darkseid und ihren entsetzlichen Plänen retten können. Ja, das ist so die Story zu dem Film, Freunde. Und Specials haben wir Vollendung der Trilogie. Regisseur Zack Snyder schaut auf seine Filmtrilogie im DC Universe zurück. Das ist das Bonusmaterial. Und wie gesagt, der Film ca. 242 Minuten. Alter Falter, ist das ein langer Film. Auf 2 Disc das Ganze. Und hier steht noch, einer der besten Superheldenfilme, die je gedreht wurden. Schreibt hier jemand. Und jetzt schauen wir uns mal die Infos dazu an. Video 1080p High Definition, 1:33:1. Audio ist Dolby Atmos True HD in Deutsch. Dolby Atmos Dolby Digital Plus in Englisch. Dolby Digital Deutsch 5.1 und Englisch 5.1. Und Untertitel haben wir Deutsch und Englisch. Ja, das sind die Sprachen. Ich denke, da hätten viel mehr Sprachen drauf gepasst. Ja, vielleicht so Türkisch wäre geil gewesen. Naja, okay. So. Denn ich weiß, davon gibt es eine super türkische Synchro. Okay, dann packen wir das Ganze mal aus und befreien die Superhelden. Aus der Blu-ray. Zack. Schau mal rein. Da ist die Doppel-Blu-ray, Freunde. Ist das beides Film oder Disc 1 und Disc 2? Also hier steht nichts von Bonusmaterial. Also ist der Film, denke ich mal, auf 2 Blu-rays, muss man dann mitten im Film die 2. Disc reinlegen oder? Weil hier steht nichts von Bonus oder sowas. Naja. Okay. Das sind die beiden Blu-ray-Disc von Justice League in der Zack Snyder's Edition oder Cut. Freunde, zack. Und die Klappe geht zu. Und diese Blu-ray fliegt gleich mit einem super Heldenumhang in den Blu-ray-Player bzw. die PlayStation 5 meines Bros. Der wird sich das genüsslich reinziehen. Ich werde mir den Film, denke ich mal, auch anschauen.
Obwohl, wow, über 4 Stunden. Ob ich das durchhalte, Freunde? Mit viel Popcorn, mit viel Cola. Ich denke, das werde ich schon schaffen. So, das war das Unboxing zu Justice League. Zack Schneider, Justice League, besser gesagt. Ihr könnt mir gerne schreiben, welches dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6 Helden euer Lieblings-Justice League-Mitglied ist. Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman oder die beiden hinteren Cyborg oder Flash. Ja. Das war das Unboxing, Freunde. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.